Aloha, ihr Schnüffelwupsjens, und herzlich willkommen zurück bei Level mit Controller im jetzt mittlerweile Rotkammgebirge. Und wir gehen mal zu Woche Parker und schauen mal, was er für eine Quest für uns. Ich glaube, er wollte uns zum Magistrat Solomon schicken, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Hallo, Parker. Das Licht sei mit euch. Parkers Bericht. Wachhauptmann Parker händigt euch einen Bericht aus. Hier ist der, Nadesha. Bringt meinen Bericht nach Senhain, nördlich dieses Turms, und übergibt dem Magistrat Solomon. Erklärt ihm, dass wir eine umfassendere Lösung für den Umgang mit den Gnollen benötigen. Schlagt Sprengstoff vor. Viel Sprengstoff. Und bleibt auf der Straße, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Alter, Diggi, du hast mich gerade losgeschickt, um irgendwie zig Gnolle zu töten und deren Hauptmänner und was. Und nachdem ich alles erledigt habe, sagst du, aber halt dich mal lieber von der Straße fern, ist besser für dich, wenn du weißt, was ich meine. Bla, bla, bla. Arsch. Zu überleben ist gut für euch, nebenbei bemerkt. Falls ihr euch gefragt hattet, was gut für euch ist. Alter, was stimmt denn nicht mit dir, Parker? Jetzt wisst ihr es. Ah, vergesst es. Was das denn für ein, also für ein verbaler Dünnschiss da gerade? Jo, ja gut. Dann versuchen wir das mal möglichst schnell zu vergessen und bewegen uns in Richtung Magistrat Solomon. Junge, 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 Junge. Das muss ich erstmal kurz verarbeiten. Wir sehen uns gleich in Senhain wieder. Ach, da ist es ja auch schon. Das kleine, beschauliche Senhain. Schön ist es schon, wenn man so über den Hügel biegt und dann taucht das kleine Dorf auf. Ich glaube, was mich beim Rotkammgebirge immer so ein bisschen, also nicht gestört hat, aber halt nicht so motiviert hat, lange hier zu bleiben, ist, dass es halt die einzige Siedlung hier ist, oder? Ich werfe mal schnell einen Blick auf die Karte, aber ich bin mir ziemlich sicher... Achso, die ist ja noch verdeckt. Fog of War. Ja, gut. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es viel mehr außer Senhain hier im Rotkammgebirge nicht gibt. Die anderen Bauten, Gebäude, sonst irgendwas sind ja immer gegnerischer Natur. Ach, hey. Und wir dringen uns jetzt hier einfach vor? Setz die verdammte Kampflinie in Bewegung! Was hat er denn? Was hat er denn? Wir quatschen erstmal mit dem Magistraten. Vergesst es, Solomon. Ich finde meine Familie allein... Was ist denn los hier? Hallo. Ehre dem König, Freund. Ach, hey. Parkers Bericht. Seid vorsichtig. Wo habe ich mein Monokel nur hingelegt? Was? Konacher? 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 Was ist denn? Also manchmal, ja, das ist mir in den letzten Folgen ja schon ein paar Mal passiert, aber also bitte gib mir irgendwo ein WoW-Wiki mit Lautschrift, ja? Englische Namen oder generell anders aus anderen Sprachen. Und dann guckt man sich das an, ja, und dann denke ich mir immer so, alles klar, ich könnte jetzt raten, wie es richtig heißt. Und dann merkt man sich, prägt sich das ein, und dann irgendwann kommt in die Ecke, hey, wie sprichst denn du das aus? Konacher. Konacher? Ich sag mal Konacher. Seid ihr das? Das Licht segne euch. Magistrat Solomon setzt sein Monokel auf. Oh, ihr seid nicht Konacher. Was habt ihr denn da? Ihr gebt Magistrat Solomon Parkers Bericht. Das kann doch nicht wahr sein. Jaula, schon wieder? Ziehe den Ehrenfreund. Wir müssen uns vorbereiten. Jeden Tag verschwinden weitere Bürger. Wir glauben, dass die Gnolle dafür verantwortlich sind, aber wir wissen nicht, wo sie unsere Bürger hinbringen. Wenn ihr uns helfen wollt, die Gnolle zu besiegen und unsere Bürger zu finden, müsst ihr ordentlich ausgerüstet sein. Leider haben wir keine Gnomenkorder mehr. Ohne einen Gnomenkorder können wir während eures Einsatzes nicht mit euch kommunizieren. Unseren letzten funktionstüchtigen Gnomenkorder haben die Murlocs letzte Woche bei einem Überfall gestohlen. Begibt euch östlich von hier zum Immeru-See und bringt ihn an euch. Für die Allianz. Und noch eine Bedrohung für das Königreich. Ich habe ja schon gehört, dass die Fiers auf den Plan getreten sind. Schreckliche Neuigkeiten. Ich wünschte nur, ich hätte bessere zu berichten, aber so wie es aussieht, wird Senhain angegriffen. Wir verlieren an allen Ecken und Enden Leute. Unsere eigenen Wachen sind viel zu weit verstreut, um mit der Situation fertig zu werden. Wir brauchen einen Helden, der sich der Sache annimmt. Seid vorsichtig. Hallo, das bin dann wohl ich. Und wer könnte besser geeignet sein, als ich in meinem schicken Hasenoutfit? It's Frühling, Bitches. Konacher. Bitte Konacher. Ja, der Vorname ist natürlich gleich viel besser. Säuberung des Immeru-Sees. Auf dem Weg zum Immeru-See? Es würde euch sicher freuen, dass wir gerade eine Belohnung auf Murlocs ausgesetzt haben. Tötet so viele, wie ihr könnt, dann wird man euch belohnen. Es ist egal, welche Murlocs. Tötet sie einfach wahllos.
Der Immerusee liegt östlich von Seenhain. Es ist der See, ist Wasser drin. Kommt euch das bekannt vor? War das jetzt arrogant oder dumm? Auf dann. Und Immerruwald, Quatsch, Dämmerwald. Ja, Dämmerwald machen wir natürlich auch noch. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf hier das Schlingdorntal. Ist ja aufgeteilt mittlerweile ins nördliche und südliche. Wir nehmen die Quest erstmal mit. Nadesha, die Bürger von Dämmerwald benötigen dringend eure Unterstützung. Ich habe einen Brief von Kommandantin Althea Schwarzhaupt, der Anführerin der Nachtwache. Sie bittet um Hilfe. Um nach Dunkelhain zu kommen, solltet ihr die Brücke benutzen, die sich in der südwestlichen Ecke des Rotkammgebirges befindet. Auf der anderen Seite der Brücke beginnt Dämmerwald. Dann müsst ihr nur noch der Straße nach Dunkelhain folgen. Hütet euch vor wilden Bestien, die außerhalb der Ortschaft lauern. Ich glaube, Dämmerwald werden wir dodgen. Dämmerwald habe ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Das habe ich, glaube ich, auch damals in meinen Zeiten von WoW damals auch einfach zu oft gemacht. Die Route war immer so Elven, Westfall, dann Rotkammgebirge. Nur so weit wie nötig. Ach, Dämmerwald. Und dann Dämmerwald. Also Rotkammgebirge immer nur so ein bisschen, weil das hat sich von den Leveln her, glaube ich, überlappt. Man konnte Westfall machen bis Level 15. Und dann hat man 15 bis 20 hier in Rotkammgebirge gemacht, was relativ zügig ging. Und dann ist man relativ fix in den Dämmerwald gegangen. Deswegen habe ich auch Rotkammgebirge nicht ganz so oft gemacht und Dämmerwald dafür aber umso häufiger. Oh ja, muss nicht unbedingt. Dann lieber noch ein bisschen, weil wir sind ja auch schon Level 23, dann lieber noch ein bisschen Schlingdorntal. Meine Freundin Nida hat ihre Halskette verloren. Wir finden sie nicht mehr. Wir haben den ganzen Tag hier geangelt und auch schon die Umgebung abgesucht. Ich befürchte, dass sie in den See gefallen ist. Unsere Eltern wollen nicht, dass wir im See schwimmen gehen. Meine Mama sagt, unter Wasser gäbe es fiese Wesen, aber ihr seht nicht aus, als ob ihr Angst vor fiesen Wesen hättet. Könntet ihr die Kette für Nida finden, bitte? Ja, logisch. Das machen wir gleich als erstes. Das machen wir doch gleich als erstes. Ich habe es da schon leuchten sehen. Okay, Schwimmsteuerung ist ein bisschen komplizierter, aber kriegen wir hin. Und was, das war's schon? Ja gut, ich meine, wo soll es auch hin sein? Ich kann mich erinnern, dass es damals irgendwie weiter weg war. Also weiter weg. Auf jeden Fall nicht gleich hier vorne die Kette. Ich würde sagen, da war sie fast im offenen See. Schön auf dem offenen See. So ein Quatsch. Oh, Alter, Junge, Junge. Ein bisschen übertrieben, das Mount. Nida, ich habe deine Kette. Hallo, ich habe meine Kette verloren. Mein Papa hat sie mir geschenkt. Papa sagt, dass es Ungeheuer am See gibt. Habt ihr Ungeheuer verprügelt? Nicht im See, aber prinzipiell, ja, könnte man so sagen. Haben wir noch irgendeine Quest vergessen? Sind wir da vorne noch an der Quest vorbeigelaufen? Wir gehen mal ganz schnell gucken beim Greifenmeister. Ich würde nämlich am liebsten immer erstmal alle Quests ein bisschen annehmen und dann abarbeiten. Ja, wie macht ihr das? Macht ihr eine Quest nach der anderen oder auch so? Erstmal annehmen, was geht und dann Stück für Stück abarbeiten. Wobei ich glaube, macht das irgendjemand eine Quest nach der anderen? Das Problem ist ja ganz häufig, dass man von verschiedenen Questgebern Quests bekommt, die im gleichen Gebiet teilweise sogar die gleichen Ziele haben. Ne? Gut, Murlocs töten. Währenddessen ist mir die Tage wieder ein Thema über den Weg gelaufen, was ich gleichermaßen spannend wie absurd finde. Und zwar habt ihr vielleicht auch die Schlagzeilen gelesen, dass jetzt Anfang in Retail, Dragonflight, einige Gruppen Runs zu machen ohne Heiler. Und ja, okay, das gibt es schon länger, das ist jetzt nicht unbedingt neu. Krass finde ich aber. Ach du Scheiße, habe ich jetzt alle gepult? Und das ohne was ready zu haben, ob das was wird. Nee, halt, ich will den anderen wieder. Genau, den da. Oh, und da kommt noch einer oder was? Ihr wollt mich wohl verarschen. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier konzentrieren. Also das mit diesen No-Heal-Runs ist jetzt nicht unbedingt das Neueste, was man sich ausdenken kann. Das gibt es schon ein ganzes Weilchen bei WoW. Aber ich finde es krass, auf welchen Stufen die das machen. Also wir reden da mal, ich habe gelesen, der aktuelle Rekord, klar, das ist dann natürlich die Top-Elite. Aber die haben halt einfach mal den Hof der Sterne, könnt ihr euch vielleicht erinnern, der alte Leechen-Dungeon, auf plus 28. Lass das mal sacken. Plus 28. Das sind Key-Stufen, ja. Die kann ich mir nicht mal in einer normalen Gruppe vorstellen.
Also mein Verständnis hört so irgendwo bei plus 20 auf. Ja. Ich bin außer Reichweite. Das ist schon hoch und ich habe momentan den Score nicht. Aber ich, von früher weiß ich, wie ein plus 20er im Grunde genommen funktioniert. Ist auch heute, finde ich, alles relativ machbar bei Retail, wenn man sich da ein bisschen reinhängt und sein Gear macht und vor allem eine eingespielte Gruppe hat. Eingespielte Gruppe und jeder mit ein bisschen Klassenverständnis ist das A und O. Aber plus 28 ist halt völlig außerhalb meiner Reichweite. Und die haben sich gedacht, ja, Digi, gar kein Ding. Das machen wir ohne Heiler. Und schaffen es dann auch noch. Die Bedingungen sind natürlich relativ speziell. Und was man vorneweg sagen muss, keinem Heiler wird in Zukunft der Job weggenommen. Also das sind absolute Ausnahmen. Das ist so, als ob man... Und wenn man jetzt, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, dann haben ja bald die Heiler nichts mehr zu tun. Das ist, als ob man sagen würde, okay, beim mythischen Raiden performt momentan der Rook nicht mehr so richtig gut. Also er performt der Schurke am besten. Das heißt, es wird jetzt keine anderen Klassen mehr geben. Ist Quatsch. Das gilt ja immer wirklich nur unter ganz speziellen Umständen, unter 100% eingespielte Gruppe, bla bla bla. Und funktioniert tatsächlich auch nur in dem Dungeon, ne? Also das zum Beispiel, haben viele gesagt, funktioniert so tatsächlich auch nur im Hof der Sterne. So Dungeons wie die Brackenfellhöhle, die würde ohne Heiler gar nicht funktionieren. Ich schätze mal, das liegt vor allem an den heftigen Debuffs und Dots, die da verteilt werden. Conager, bin ja schon wieder zurück, das ging ja relativ zügig, wa? Ihr habt den Murdochs eine Lektion erteilt. Hoffentlich überlegen sie es demnächst zweimal, ob sie unsere Stadt überfallen wollen. Nein, ich glaube auch nicht dran. Was habe ich denn? Ach ja, hier, guck mal, Waffenverbesserung. Ja, aber hallo. Man sieht sich. Die will ich doch unbedingt haben. So, mal gucken. Ja, gegen die richtige ausgetauscht. Sehr schön. Hier noch irgendwas Neues? Nö, nichts Spannendes. Und, ja, das ist auch ganz nett. Können wir auch mal machen. Habt ihr den Gnomenkorder gefunden? Ja, aber sicher, Digi. Hervorragend. Ich ändere noch ein paar Einstellungen, dann können wir beginnen. Gerne. Der Gnomenkorder scheint zu funktionieren. Ich habe ihn euch angelegt. Aber wir müssen noch die Empfangsfrequenz einstellen. Verlasst Seenheim in Richtung Norden und folgt der Straße bis zum Friedhof. Wenn ihr am Friedhof angekommen seid, versuche ich zu senden. Seid vorsichtig. Was man aber daraus lernen kann, ist, dass diese Gruppen es auch ohne Heiler schaffen, ist die Tatsache, dass ihr da draußen, wenn ihr mal wieder in einem Dungeon seid, ja, und ihr seid vielleicht nicht Heiler, sondern so Tank und DPS, ja, bevor man so eine Sachen in den Chat schreibt wie Heal Diff, was dann gerne mal gedroppt wird, weil man stirbt, sollte man sich immer die Frage stellen, bin ich jetzt wirklich gestorben, weil ich nicht geheilt wurde? Und das kann natürlich vorkommen, das will ich gar nicht abstreiten. Was aber der viel häufigere Fall ist, dass man selber in irgendeiner Scheiße gestanden hat oder irgendeine Mechanik nicht gespielt hat. Was kann ich für euch tun? Wie ein Furz im Wind. Okay, das lassen wir mal so stehen. Wir wurden letzte Nacht überfallen. Oder war es die Nacht davor? Ach, ich weiß nicht mehr genau. Seit 3 Tagen kriege ich kein Auge zu. Wahrscheinlich verliere ich schon den Verstand. Gnolle haben unsere Vorratslager geplündert. Alles haben sie mitgenommen. Rein und raus, lautlos, wie ein Furz im Wind. Sind Furze im Wind lautlos? Also, Junge, 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 wenn ich mit den Wuffis unterwegs bin und ich lasse mal einen Furz im Wind, dann ist er definitiv nicht lautlos. Meine Soldaten sahen sie zu den Schluchten nordwestlich von hier laufen. Bringt unsere Vorräte zurück, Dämonenjägerin. Wie wär's mal mit einem Bitte? Und wenn wir mit unserer Crew ab und zu mal so durch die Dungeons grooven, dann stellen wir immer wieder fest, dass sich Deeps-Spieler, wie wir sie liebevoll nennen, die DPSer, gerne auch mal darauf verstecken, dass sie nur DPS sind. Einer von 3. Warte, ich mache es noch ganz kurz. Einstellung des Gnomenkorders. Könnt ihr mich hören, Nadesha? Ist das Ding an? Ah ja. Ich sehe euch jetzt dort. Wir können anfangen. Der Gnomenkorder summt. Ah, ich muss da hin. Als erstes steht ein flotter Marsch durch die Rutgam-Schlucht direkt im Norden von Seenhain an. Tötet jeden Gnom, den ihr seht. Gnom? Warum soll ich denn die Gnome töten? Habe ich was verpasst?
Das soll doch bestimmt Gnolle heißen, oder? Guck mal, unten steht doch, sammelt 10 Halsbänder der Rotkammgnolle. Huch, habe ich Gnomen gesagt? Ich meinte Gnoll. Tötet jeden Gnoll, den ihr seht, und nehmt ihm zum Beweis eurer Tat das Halsband ab. Eine Warnung, Nadesha, hütet euch dort draußen vor den Ettins. Meine Kundschafter haben in letzter Zeit riesige, blutdurstige Ettins in den Schluchten gesehen. Geht ihnen aus dem Weg, wenn ihr weiterleben wollt. Solomon Ende, ich melde mich. Solomon Ende, ich melde mich. Ja, denn in den Gruppen ist es ja ganz oft so, dass Leute sich davor scheuen, Kernrollen zu spielen. Also Tank oder Heiler, das ist für die meistens nicht. Die meisten wollen Dipsen. Es gibt ja auch insgesamt mehr DPSer als Tanks und Heiler. Ja, kennt man. Ist halt so in MMOs, wird auch immer so sein. Komm, bleibst du mal hier. Und jetzt haut der andere in die andere Richtung ab. Ich glaube, es hackt. Uns begegnet es aber immer mal wieder, dass wir bei random DPSern Leute dabei haben, die denken, sie müssten sich mit den Mechaniken ihrer eigenen Klasse oder den Mechaniken des Dungeons nicht auseinandersetzen, denn da sind ja noch zwei andere DPS, die sich ja darum kümmern können. Ja? Das kennt ihr alle, entweder ihr wurdet schon mal gecarried oder ihr habt schon mal gecarried. In eine dieser beiden Kategorien fällt jeder von uns und die meisten von uns fallen wahrscheinlich sogar in beide Kategorien. Denn auch wir waren alle irgendwann mal Noobs und haben damit angefangen und mussten durch die ersten Dungeons durchgecarried werden, als wir noch keinen Plan davon hatten. Oh, da ist ein Ettin. Wie meine Klasse funktioniert, wie das Spiel funktioniert, wann welcher Boss welche Mechanik macht und. Warum kriege ich denn das jetzt? Komisch mit diesen Bubbleheads, oder? Achso, jetzt habe ich hier was? Ihr seid über ein Dokument der Gnolle gestolpert. Der Gnoll, von dem diese Propaganda stand, kann ein wenig schreiben. Brüder von Jaula, hört Schmutzpranke an. Orks geben Schmutzpranke Kugel. Schmutzpranke beherrscht Ettin-Viecher. Schmutzpranke zermalmt Menschis. Holt euch Schmutzprankes Prankograf in den Reitbahnhöhlen. Höhle im Westen, in Schlucht versteckt. Die Unterschrift besteht aus einem Prankenabdruck. Anscheinend hat jemand auch ein Stück aus der Schriftrolle gebissen. Ihr sollt dem vielleicht nachgehen. So, also, entweder man wird gecarried oder man muss gecarried, man muss andere carryen. Am schönsten ist es natürlich in eingespielten Gruppen, wo das nicht der Fall ist und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Denn wir merken jetzt nämlich ganz besonders in diesem Moment, wo Leute das ohne Heiler machen, je besser die DPS spielen. Und ich meine nicht nur 2 von 3, sondern 3 von 3. Also wenn alle 3 DPS einen guten Job machen und der Tank auch, dann haben wir schon damals bei Legion, und das waren dann so plus 20 und höher, die Erfahrung gemacht, dass für den Heiler das Leben nicht unbedingt schwerer wurde. Also wo man denkt, okay, krass, ich muss jetzt hier einen plus 20 Dungeon heilen und oh, die Schellen, die da reinkommen und wie soll ich das hinkriegen und so. Ja, auf der anderen Seite hast du halt auch einen guten Tank und gute DPSer, die einfach mal 80% der Schellen, die in normalen Random-Gruppen reinkommen, verhindern oder selber mal einen Cooldown ziehen oder mal nicht in der Fläche drinne stehen oder ihre Stunts und sonstige CC-Effekte so einteilen, dass die Mobs gar nicht dazu kommen, die richtig fiesen Fähigkeiten zu machen. Ein Berster, muss ich den töten? Ach komm, wir gehen mal rein. Ich habe ja auch mal wieder hier meinen Augenstrahl-Ray, den benutze ich tatsächlich viel zu selten, merke ich hier. Vielleicht muss ich den nochmal auf eine andere Taste legen oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Manchmal ist es ja, wenn die Fähigkeiten zu weit weg aus dem Blickfeld liegen, dass man sie selten benutzt. Und ich habe noch... Ach so, wir haben die Quest abgeschlossen. Ich stelle mich mal kurz hier an den Rand. Oh, wow. Digi, Alter. Ja, ich bin wach. Nein, oh Mann, ich wollte die Quest... Oh, Mann, oh. Die Schwarzfels-Orks scheinen doch noch klug zu werden. Man hat mir gemeldet, dass sie sich mit den Gnollen verbündet haben und einen Angriff planen. Ich brauche Einzelheiten, Nadesha. Überprüft die Redbahnhöhlen im westlichen Teil der Rotkammschlucht für mich. Sucht nach Orks mit dunkler Haut, tötet alle, denen ihr begegnet und durchsucht ihre Leichen nach Informationen. Solomon Ende. Ganz ruhig. Was müssen wir eigentlich hier in dem Gebiet machen, wo ich hier gerade stehe? Hier haben wir doch auch noch eine Quest. Ach, die Vorratskisten, alles klar. Die Vorratskisten können wir doch theoretisch noch abschließen. Da ist zum Beispiel die 7 von 8. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir da um die Ecke gehen, dass wir dann noch eine finden. Ich sag, guck mal, jetzt kriege ich hier schon wieder den Bubblehead von Furz im Wind. Was ist da los? So, was wollte ich eigentlich damit sagen mit der ganzen Geschichte?
Jeder an die eigene Nase fassen. Jeder an die eigene Nase fassen und sich nicht durchziehen lassen. Also das ist zwar okay, wenn man Anfänger ist und dann sagt man das auch, aber wir haben halt ganz oft so Runs, da bist du so in einem plus 10 bis plus 15 und hast jemand eingeladen, der irgendwie schon, das habe ich doch gerade, komisch, der irgendwie schon einen 1500er Score hat und du merkst aber während des Runs, Junge, der kickt nicht, der kennt weder die Mechaniken des Dungeons noch die Mechaniken seiner eigenen Klasse. Und dann weißt du ganz genau, okay, diesen Score hat er definitiv nicht selber erspielt, sondern er hat sich halt nicht nur einmal durchziehen lassen durch den Dungeon, durchcarryen lassen, sondern er hat sich durch alle Dungeons durchcarryen lassen. Und dann könnte man ja sagen, naja, lass doch jedem das Spiel so spielen, wie er möchte. Und das Argument finde ich erstmal total legitim. Mit einem kleinen Aber. Denn wenn ich einfach nur ein paar Dungeons machen möchte und ich möchte mich nicht weiter mit meiner Klasse beschäftigen und will einfach nur einen entspannten Feierabend im WoW haben, warum um alles in der Welt muss ich dann unbedingt plus 10 laufen? Dafür gibt es keinen Grund. Da kann man ein paar M0 machen oder man macht irgendwas in dem Bereich von 2 bis 4 oder 6 oder so die Ecke und höre nicht. Also da, wo quasi der dritte Affix noch gar nicht da ist. Alles in dem Bereich völlig legitim. Sie werden schlauer. Ist die Quest jetzt fertig? Der Camcorder summt. Legt das Sendschreiben in das kleine Fach, damit ich es lesen kann. Ich spreche fließend Orkisch. Ihr hört einen entsetzten Schrei im Hintergrund. Diese Orks scheinen auf Jaulas direkten Befehl hier zu sein. Das bedeutet, dass Jaula den Invasionsplan der Orks besitzt. Und wir besitzen das nächste Level. Hallo, ich muss mal ganz kurz schließen. Okay, den müssen wir noch ganz kurz töten und ich kann noch kurz zu Ende erzählen. Also, wenn ihr einfach nur chillen wollt im WoW und eine ruhige Kugel schieben wollt, ja, dann guckt bitte, dass ihr auch die dementsprechenden Inhalte macht. Denn wenn ihr höhere Inhalte macht, die eben für eure Art von Gameplay, also entspannt und ohne Pressure und ohne irgendwelche sonstigen Kram machen wollt, dann bitte nicht in die Runs reingehen, wo die Leute ein bisschen was ruppen wollen. Denn, das darf man nie vergessen, es ist zwar immer nur ein Spiel in der virtuellen Welt, aber es ist die reale Zeit von euren Mitspielern. Und wenn ihr die verschwendet, dann seid ihr doof. Alle anderen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Kakao.